Conqueror's Blade ist ein Free-to-Play-Tactical-Action-MMO. Klingt wild, ist es auch. Dieses Video wird von Conqueror's Blade gesponsert. Ihr bekommt 7 Tage Premium, wenn ihr das Spiel, welches Free-to-Play ist, über den Link in der Videobeschreibung downloadet. Ist über Steam, ist ganz nice. Das bedeutet 30% erhöhte Helden- und Einheitenerfahrung, Bronzemünzen und Ehre. Das ist eine der wichtigsten Währungen in Game. Und ihr erhaltet außerdem mehr Schatzschlüssel für den Abschluss wöchentlicher Quest. Ja, der ein oder andere erinnert sich vielleicht an die letzten Videos von mir aus der Alpha und zum Release von Conqueror's Blade. Grundlegend, man wählt eine Klasse, die spezialisiert ist auf eine bestimmte Waffe. Da gibt es einen ganzen Haufen. Levelt diese, genauso wie die ausgebildeten Truppen, welche neue und bessere Truppen freischalten. Und dann gibt's 24/7 Ackermatch bei verschiedenen Schlachten, ob gegen KI, Open Field oder bei richtig fetten Belagerungsschlachten. Dabei ist Taktik natürlich der Schlüssel zum Sieg, ja, brauche ich euch nicht erzählen. Die unterschiedlichen Einheiten haben natürlich verschiedene Aufgaben und Stärken sowie Schwächen. Mittlerweile ist Season 4 Blood of the Empire rausgekommen, welche ich euch hier vorstelle. Das Thema ist das Osmanische Reich. Es gibt zeitlich begrenzte Events, bei denen man Herausforderungen meistern kann, um mit dem Kampfpass exklusive kosmetische Inhalte und Einheiten zu erhalten. Dazu 2 neue Maps, 4 neue Einheiten und dazu ein neuer Server, wo alles auf Null gesetzt ist. Ja, also super, um mit Conqueror's Blade nun anzufangen. Ihr seht jetzt gleich das Stream-VOD von gestern, wo ich meinen ersten Eindruck in der Season schilder, ein bisschen das Spiel erkläre, verschiedene Schlachten zeige. Und später kommt dann auch noch der eine oder andere Kollege dazu. Schaut es euch gerne an. Gönnt euch. Voila. Wirst du das öfter spielen? Ich habe mir tatsächlich überlegt, ob wir hier so eine ähnliche Aktion machen, dass die neue Scheiße, ich erhalte dafür eine Strafe, wenn ich rausgehe? Wie mit Stronger Kingdoms. Leute, was erhalte ich für eine Strafe, wenn ich aus dem Spiel gehe? 500 Euro. Strafgeld. Anzeige von der Stadt Berlin. Kann das irgendwer in deinem Chat beantworten? 10 Minuten Strafe, kein Matchmaking. Boah. Ja, ich zock das, spielen, zock das, ich zock die neue Map. Okay. Dann level ich jetzt noch kurz hoch. Warte mal, wo ist denn hier Klima? So, geht schon wieder los, Leute. Übrigens, ich sehe gerade, ich habe mir hier was aufgeschrieben. Es gibt 2 neue Karten, 4 neue Einheiten. Und hier steht auch ein neuer Server mit fairem Matchmaking. Und alles ist so ein bisschen ans Osmanische Reich angelehnt, was wir ja schon gesehen haben. Jetzt habe ich richtig Bock, auf EU3 anzufangen. Wenn da so alles auf Null ist, weil wir haben schon gemerkt, als wir vor 3 Wochen angefangen haben, war das so vor 3 Wochen, oder? Ja, der Sebastian war nicht so sehr dabei. Ich habe es vor allem mit Henning gemacht. Jo, ich bin auch ein ziemlicher Noob. Und mit Michi. Da war der Server schon im vollen Gange. Wie unangenehm waren die Kontaktlinsen vom Dreh Montag? Also unangenehm, ja, schon sehr. Ich hatte so Kontaktlinsen, die das See, also wo du nur so ganz kleine Löcher drin hast, also dein Sehfeld krass reduziert. Wir verteidigen. Ehre. Okay, neue Map. Ich würde sagen, wir verteidigen das Osmanische Reich, Leute. Amen. Fürs Osmanische Reich. So, stellen wir hier so eine Kanone sicher. Bleibt mal hier. Ihr bleibt da. So.
könnte man hinballern. Oh, weia. Direkter Treffer. Oh. Übrigens, Ingame-Sound ein bisschen lauter, Mucke ein bisschen lauter. Ich glaube, Mucke vor allem, ne? Alter, das sind ja doppelter Wall. Holy shit. Man hört nur stressig da kloppen. Jo, ich bin richtig am Fight, Bruder. Hab einen Kill. Hab noch einen Kill. Okay. Komm, Hattrick. Alter, 3 Stück, Bruder. 4 auf einen Streich, Bruder. Hier kommen Belagerungsturm und die wollen noch Small. Units, assemble. Ja, die Units haben halt jetzt auch nicht die krassesten Premium-Formationen, aber so können wir vielleicht ein bisschen quetschen. Jetzt aber zurück mit euch! So, die sind einfach alle RIP. So, heilen. Ja, haben wir gehalten. Wie sich hier reinquetschen. Okay, Alter, der hat richtig geile Speerwerfer und Skins. Mashallah. Mashallah. Alter, schießt die Balliste. Ist aber nicht nett. Lol, da unten hat einfach einer einen Ausfall gemacht. Stabil. Wir ziehen uns mal ein bisschen zurück. Da packen mich ein bisschen die Bogenschütze. Das geht aber nicht. Die wollen mich hier. Jetzt aber. Eieiei. Die bolzen hier alles hoch, was sie haben. Das ist natürlich schwierig. Komm mal nicht ganz hoch. Ist hier noch eine. Map sieht nice aus. Alter, die haben die. What? Die haben einfach die Mauer durchbrochen. Das war eben noch nicht so. Oh, Ehre. Units, assemble! Form up! Form up! Okay, das ist mutig. Der hat hier eine kleine chinesische MG aufgestellt. Okay, da gehen wir mal ran. Oh, scheiße. War ein Versuch wert? Alter. Naja, das lief nicht. Ja. Doppelklapp. Das war's aber komplett, schreibt er. So. Dann nehmen wir jetzt aber mal ein paar Bogenschützen. Guck mal, was wir mit denen reißen können. Da muss man immer sehr behutsam sein mit dem Bogenschützen. Alter, hier wird's so zahm sein, Bruder. Hier darf ich nicht. Theoretisch könnte ich hier einfach bleiben. Und gucken, ob die dadurch vorkommen. Aber die. Eieieiei. Ah, die müssen weg. Das geht so nicht. Oh, jetzt wird auch schon geschrotet. Okay. Ich habe jetzt auch ganz gute Bogenschützen am Start. Mal gucken. Wait a minute. Komm nicht so weit, oder? Form up! Schießen auch welche. Hier könnte ich theoretisch auch hoch. Ich glaube sogar, das wäre ein bisschen besser. Das ist ja richtig gut gemacht da oben auf dem Turm. Aber actually sind die, glaube ich, da gerade vertrieben worden. Vielleicht kann ich jetzt da hin. Das ist aber ein bisschen risky. Weil die da natürlich schnell mich stürmen können.
Können wir, by the way, umkloppen? Da steht einer. Und mal auf den schießen. Attack! Gut, dann nicht. Get into position. Form up. Ja, CC Shane, aber. Oh, okay. Ein bisschen Party. Oh. 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 Schieß doch mal schön rein, Jungs. Ich glaube, ich stehe jetzt zu nah an der Wand. Wir können nicht runterballern. So. Mach die mal weg hier. Schön jetzt rein da. Schön. 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 Hauptsache, ich werde jetzt hier nicht... Oh. Oh Gott. Wer schießt denn hier hoch? Das ist eine Frechheit. Schieß mal schön den Rücken da. Schönes Ding. Schönes Ding. Oh, oh. Mensch, da kommen ja immer mehr. Jawohl, ja. Oh. Oh. Ah! Was? Der ist da rüber gesprungen? Willst du mich verarschen? Okay, der kommt rein. Jetzt habe ich natürlich hier nicht mehr so viele. Aber die können immer noch gut was ausrichten. Das ist ein richtig schönes. Ich sehe langsam auch aus. Ich glaube, lange kann ich mich vor dem Friseur nicht mehr drücken. Ey. Ich bin schon auf die neue Eskimo Cowboy Single gehypt. Jo. Kommt eine neue? Ja. Geil. Ziemlich gute Truppen. Das hier sind Sergeants, glaube ich. Oh, Alter, hier schlagen die Triebwerke ein. Oh. Das ist ja mies, Alter. Am Versorgungspunkt? Weiß ich ja nicht. So, Bogenschützen. Shit. Achso, ich muss natürlich hier stehen bleiben, ich Vollidiot. Wie läuft's bei dir? Ich bin gerade rausgekommen. Bin jetzt wirklich einen Tick nur noch vor Level 20. Ja, es läuft eigentlich. Aber ein bisschen muss noch. Schnell abziehen. Ich will EO2. Ich könnte noch eins machen, wenn du Bock hast. Also. Ich, ja. Mal gucken. Units, assemble! Was ist das hier? Ich glaube, bei mir könnte auch tatsächlich bald durch sein. Ja, dann warte ich noch. Die haben halt immer noch nicht A. Das ist ziemlich low von denen. Hier los. Also wenn wir jetzt A noch 2 Minuten halten. Guck mal, ich kann auch mal eine kleine Wumme aufbauen. Komm, warum nicht? Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Schöne Kanone. So. Oh. Oh. Alter. Ja, next. Ja, am besten erwische ich die Spieler. Treffer! Der hat richtig kassiert. Alter, ist halt... Ja, da ist schwierig.
Alter. Ich baller die echt hier zurück in die Steinzeit, Bruder. Ja, das ist doch nice. Der sitzt ja auf seinem Pferd, ne? Er heißt einer Wallern. Er ist einfach Waller. So, man hat nicht unendlich Schüsse, deswegen chill ich jetzt ein bisschen. So, wie ist denn hier oben die Situation? Wir haben halt immer noch. Okay, meine Bogenschützen da oben. Sind nur noch 6. Die Gegner sind echt ein bisschen was, habe ich das Gefühl. Schade. Also ja, wir können gerne hier kämpfen. Wenn ihr A nicht einnimmt, habt ihr ja gleich verloren. Aber das müssen die wissen. So, wie ist hier die Situation? Ja, das war's. Es gibt leider in dem Game kein Over... Was ist das denn? Ist die an der Kanone? Ja, haben wir aber gewonnen. Easy. Nice, Bro. Okay. Ehre. Stetiger Twitcher. Läuft, wir sind EO2. Also nochmal die Hard Facts, Leute. Neue Season. Ist so osmanisch. 2 neue Maps, 4 neue Einheiten, neuer Kampfpass und so weiter. Ist das jetzt eine neue Map? Actually, ja, oder? Ja, ich glaube. Interesting. Wir spielen EO2. Ne, ist eine alte Map. Unser Haus heißt die Sense. Das Spiel ist free to play. Im Chat gibt es einen Link. Wenn ihr darüber euch das Spiel holt, bekommt ihr 7 Tage Premium. Und ich sage euch, Mashallah, das löppt. Oh, lecker. Das ist eine alte, die es wieder gibt. Achso. Ein Doppelklang. Ich hoste dich gerade. Super. Okay, Schätzig, dann lass jetzt doch mal probieren. Richtig nice. Hackermatch. Ja. Helms Klamm. Hast du Fernkämpfer? Jo, bestimmt. Komm, dann mach ich hier richtig Hardcore-Schild-Walla. Verstehst du, wegen Walla. Wir sind nämlich Verteidiger. Oh. Nee, wait. Wir machen beide Abbruch. Ja, ich kann gerade keine... So, wir können gerade keine Dings auswählen. Wir gehen vorderste Front. Scheiße, Bruder. Du musst noch mal abbrechen klingen, dann kannst du es. So. Okay, ja, ist zu spät jetzt, glaube ich. Übrigens, diese Zahlen auf grünem Grund sind Season Level. Leider sieht man nicht das richtige Level. Weil letztendlich das Season Level, ja, sagt doch nicht so richtig viel für mich aus. Bin ich der Einzige, der so ein graues Ding hat? Ja, das ist halt, wenn du nicht mal Level 20 bist. Weil dann kannst du ja keinen Season Pass haben, haben wir ja festgestellt. Jo, das ist nice, Bruder. Christoph fragt nach den TS-Daten. Ja, so der TS wie immer. Ja, aber er hat die wohl drüben nicht. Gut, die kann ja vielleicht jemand da ihm geben. Weil wir sind jetzt in-game. So, lass mal hier... Nee, wait. Pass auf, Trick 17. Wir lassen die Units erstmal unten, weil die werden jetzt eh nur abgeknallt. Übrigens, als Angreifer kann man einmal ein Match so ein Tribok-Salve hier... Die schießen nämlich hier schon unsere Kanonen ab, Sterzig. Die schießen sich schon ein. Warte. Okay, bin da. Kommt mit, Leute. Unsere Behausung wird angegriffen. Alter, die stehen hier. Also das geht nicht. Wand. Boah, Alter, was geht denn hier? Keno, schieß! Treffer! Mach sie fertig! Wo ist hier eine Kanone? Da. Der da, der denkt, er wär's. Alter, bin ich krass! Bisschen tiefer. Mach die Belagerungstürme. Wer ist denn da oben auf dem Tor? Und schieß da! Menno, ich habe Angst. Treffer. Zu weiter links. Die haben wir mal ein bisschen. Achtung! Schuss! Oben auf dem Tor! Oben so auf dem Tor! Ja, ich weiß, der kommt immer näher. Warte, ich bolz den um, ja? Bolz den um. Lächeln. Er winkt. Er winkt. Oh! Half-Life. Tschüss. Oh mein Gott, Scheiße gezogen.
Ja. Wie einfach winkt. Läuft Hello. Oh mein Gott, wie die verzieht. Oh! Er hat verkackt. Er hat richtig verkackt. Gefallen. Sein Name ist schlecht bin. Okay, nice. Okay, rechts. Hanno. Ja, ja, ja. Oh, der kommt gut. Oh, nee. Wurde getroffen. Wiederhole, wurde getroffen. Oder schießt jemand eine asiatische MG hier rein? Okay, pass auf. Hier ist meine Bogenschützen, okay? Boah, Alter. Wobei, geht das so? Nee, ich glaube, das... Ich stehe mir hier auf. Oh, warte. Oh! Oh! Entschuldigung! So, jetzt kann ich mal gucken, wie hier die Lage ist. Und dann können wir mal hier vielleicht... Alter, wir machen die alle fertig. Geht das? Schuss! Ja. Ja. Ja, noch halten wir sie ganz gut ab. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Okay, okay. Die kommen hier rechts über den Turm. Vier Leute oder so. Ja. Bedeutet, die haben Umkehrschluss. So, dann zieht er mal schön rein, Jungs. Also jetzt aber runter von meinem Turm. Hier, treten. Gut. Okay. So. Aha, hier unten ist... Fuck, ich bin verreckt. Ich hab ein bisschen Schiss, aber ich mach das jetzt einfach mal. Komm. YOLO. Schieß die ab da unten. Oh nein! Scheiße! Schieß mich da eine Kanone runter. Die sind alle Half-HP auf diesem Turm. Also, wie geht's meinem Bogenschützen? Naja, wir müssen die Türme wegmachen, falls du irgendwo noch eine Belagerungswaffe hast. Die kommen unbestimmt gleich gut durch. Jo. Ja, wait, deren Ramme wurde ja, glaube ich. Also. Abfahrt, Jungs. Die kommen gerade alle von den Mauern runter, oder? First Overlord hat eine Kanone. Nice. Klar geschrieben. Nice. So, wie ist denn das mit dem Haupttor? Oh, fuck, ey. Das ist ja offen. Läuft Hanno. Wirklich eine tolle Aktion. Ist das offen? Das ist einfach offen. Sieht so aus. Das haben die aufgemacht, warum aber gehen nicht offen? Durch. But why? I don't know. Weiß ich nicht. Oh oh, oh oh, oh oh. So, schießt, Jungs. Dream up, der Mara. Okay. Die sind jetzt durchgebrochen. Auf der rechten Seite. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, Alter, oh nein, die kassiert. Oh nein, oh nein. Alles gut. Formation. Alter. Max? Ja? Ich brauch gleich Hilfe hier. Den habe ich totgetreten. Komm mal bitte zu mir. Ja, gleich. Ich habe hier gerade eine linke Situation. Seite. Linke Seite bin ich auch. Oh. 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 Yo. Was ist mit Bist ihm du der los? Grüne da? Dann gehen wir jetzt rein, Jungs. Jeder, wie er kann. Die stechen wir von hinten ab. Hier gibt's keinen Fluchtweg. Er ist an der Kanone. Oh, shit. Bitte sofort abhalten. Hä, wo ist er hingecheckt? Ich mach ihn, mach ihn. Schön, oh, ist Ding abgestochen. Jawohl. Geil. Hanno, schöne Arbeit. Ja, meine Truppe haben hier den Rest erledigt. Lass den Turm hier dich machen. Ehre. Warum kommen die nicht durchs... Oh, rechte Seite sind drüber. Lass sie mal flankieren. Oh, oh Gott, meine Bogenschützen kassieren gerade unnormal. Oh, fuck. Ja, komm mal her. Kann ich den hier kaputt machen? Die haben gerade einfach, mit drei Katapultdingern. Hier sind deren Fernkämpfer.
Und war ja. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Yo, First Overlord. Du musst jetzt mal hier was machen. Scheiße. Sterzi! Yo. Ja, ich habe hier What? Ein Problem. Wo bist du? Im Schildwall. Oh Gott, vorne an der Front. Ich komm. Einer ist schon hier. Der hat mich gestunt. Ich habe hier immer noch. Jetzt moschen die zu zweit auf mich ein und ich fühle mich nicht gut. Jo, das glaube ich. Alter! Ja, schade. Der Typ haut ab mit seinem Pferd. Warum kommen die nicht durchs Haupttor? Die haben beide Tore durch. Spielt man die Map so? Kann gut sein. Aber mit dem Bogenschützen kannst du, glaube ich, echt viel machen. Ich bin tot. Einfach mal. Jo, drei Leute kommen von rechts, vier Leute kommen von rechts. Von links meine ich. Scheiße. Alter, die haben alle einfach nicht krasse Leute. Maschallah. Alter, das ist kein Mensch. Alter. Mach weg! Okay. So, ich komme jetzt auch mit Bogenschützen. Okay. Da gehen wir hoch. Das Game ist kostenlos hier. Gebt einen Link, könnt ihr euch runterladen, kriegt 7 Tage Premium, alles im Chat. So. 7 Tage, Henno? Ja. Wow. Eine Woche. Quasi. Hier in die Zip. So. Ist ja ein richtiger Wochenrechner. Was? Ein Wochenrechner? Okay, schieß mal rüber, Jungs. Nicht? Mach mal. Sehr gut. Okay, wir haben. Was? Auf einmal drehen die sich um. Ey, das ist nicht gut. Der hat einfach die Hälfte meiner. Wo kommt der her? Super. Ja, alle tot. Ja, dann gehe ich jetzt mal zum Versorgung. Vor allem, das war nicht mal. Er ist halt gestorben bei der Aktion. Tom Cruise hat ihn gekillt. Geil. Tom. Ich stell jetzt hier eine Kanone auf, mir reicht's. Das geht so nicht. Alter! Wie kann ich die denn ordentlich... Wow, das sind so krasse Bogenschützen. Naja, die rasieren mich durch. Kann ich das Ding drehen? Beim Hinplatzieren? Wie kann ich das drehen? I don't know. Okay, machen wir so. Das wird jetzt knallen, ich sag's hier. So. Warte mal, ich muss den Bogenschützen wegmachen. Das hat gescheppert. Jo. Das hat gefetzt. So, jetzt die Musketenschützen da. Oder dahin den Bogenschützen. Schöner Treffer. Oh, die sind hier genau vor mir. Dabei. Super gedeckt, Jungs. Das war nicht so gut. Hallo. Darf ich? Ja. So. Ich bin zurück. Nein, da oben ist halt dick. Wir müssen aufpassen, gehen wir da ein. Ja, ich glaube, das war's. Ja. Alter. Alter, hier geht ja einiges. Hier geht ja einiges. Alter. Yo. Boah, Alter.
Alter, ist das ein... Hier ist einfach Krieg. Das ist halt wirklich die Definition das von Krieg. Das ist einfach... Was ist hier los? Heilige Scheiße. Ich bin halt schon wieder gestorben. Ich hab grad nichts... Alter, das ist ein Ackermatch hier auf der Mauer. Alter, hat auch jetzt ein bisschen Support gefehlt. Ja, so viel dazu, ne? Ja, das war doch angenehm. Alter, wurden wir da zermalmt. Lebst du wieder? Nee, nee, ich bin 40 Sekunden. Ja, ich bin 28. Wie stehen die? Scheiße. Wir sind ja auch gefühlt gerade alle. Warum machen die da Deathmatch in der Mitte? Die rennen alle ohne Truppen rum. Stimmt. Also die Gegner. Ja, ja. Ja, die Bogenschützen, die haben, egal was das für welche sind, die sind so insane. Jo. Ich wurde da jetzt schon zweimal so krass von denen weggeholt. Jo. Einer von den Gegnern ist ein bisschen lang. Ja, der wird länger, umso öfter man halt stirbt. Das ist eigentlich von daher ganz in Ordnung. Ja, es ist balanced. So, wollen wir das Ding jetzt hier einfach verteidigen, Leute? Einfach die Truppen rein? Ich würde mich anbieten. Die kommen gerade alle irgendwie über Osten. Jo, ich würde jetzt einfach wirklich meine Leute einfach nur da rein wappen. Also, wo bist du gerade? Ich bin jetzt in unserer Base. Ja. Ja, dann kommen wir zu mir. Ich bereite hier was vor. Da vorne? Ja, die schießen sich leer, sehr gut. Nee, 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 du hast keine Bombe. Du kleines Höch, ich hasse die. Das ist einfach toxisch. Finde ich nicht gut. Ich bin jetzt auch hier. Yo, alles klar, ich bin Half-Life. Er hat sich in mich reingenattert. Nee, nee, das war der Speertyp. Oh, oh, das... Das könnte ein Problem werden. Ich würde sagen, wir gehen ein Stück zurück. Ja. Das ist nicht gut. Okay, die bauen sich da ein bisschen aus. Ja, das ist in Ordnung. Das ist gut, Mann. Die Osmanen schießen. Also der hat irgendwie nicht jo, gepeilt. Die verrecken ein bisschen. Ja, das sind nicht meine. Meine stehen weiter rechts. Das ist nicht deine? Nee. Okay. Heilen wir uns ein bisschen. Ich guck mal. Jo, die kommen gerade ein bisschen über links, ne? Ja. Aber wir sind auf der anderen Seite auch ordentlich gesplittet. Deswegen ist, hier sind unsere Mates. Alle. Wollen wir mal vorrücken? Ja, wobei müssen wir ja eigentlich nicht. Ich meine, eigentlich müssen die ja kommen. Jo, eigentlich müssen wir nur verteidigen. Problem ist, unsere Mates müssen halt jetzt gucken, dass wir auf der anderen Seite gedefft werden. So, jetzt sind hier unsere Fernkämpfer weg. Das ist natürlich nicht so gut. Der eine hat geschrieben, wir sollten das eigentlich gewonnen haben jetzt. Zumindest stand das über seinen Kopf. Okay, hier kommt ordentlich was. Hier ist Income, Alter. Vorne an der Frontline. Hier einen reinjieten. Zack. Weg mit dir. Du ekliger. Zack, ich glaube, die sammeln sich hier gerade. Ich glaube, die jieten gleich rein. Ja. Hallo. 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 Das ist natürlich ungünstig.
Jetzt ballern die ja auch noch mit ihren Gestingern hier. Aber ja, ich glaube, das sollten wir haben, das Spiel. Ich weiß nicht, warum die jetzt nicht pushen oder so, aber... Okay, ich denke mal, wir rücken jetzt einfach mal vor, bin ich ehrlich. Jo. So, machen wir hier die als Spartiaten. Das würde ich halt endlos feiern. So, rein da. Ja, ich bin einfach wieder instant down. Das ist so insane. Du bist ja auch ziemlich low level, ne? Jo. Oh oh. Bip. Ja, die Butter, ne? Ist sauer. Instant alle Truppen tot. Jo, bei mir auch. Gar keine Chance. Oh, die nehmen tatsächlich gerade ein. Ja, aber schaffen die easy. Jo. Units, assemble! Easy win. Arm up! Nice. La, 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 la. Lass ein Duell machen, ein Papo. Alter, das bist du doch, Max. Ja. Alter, schön, dass du. Oh ja, lass uns wieder. Das haben wir ja schon mal gemacht. Ja. Das ist ja richtig gut gelaufen beim letzten ja, Mal. Ja, ja. Lass doch direkt eine Daily Quest. Okay, let's go. Lass uns kämpfen. Schieß auf mich. Ja, los, lass uns kämpfen, Max. Wir kämpfen jetzt. Schieß auf. Oh, ach Gott, warum bist du. Warum hast du Pferd? Das bist du. Alter, Christo, ich stehe immer noch. Echt? Oh. Schieß auf mich. Da hinten, ja. Ja, gut. Ja, gut. Ich treffe dich gar nicht, oder? Nee. So. Ne, man weiß ja, ich bin ja Main, was. Ich hab dich getroffen für 93. 93. Headshot für 93. Also das muss man schon mal. Das muss man mal machen, ne? Ich bin zurück, Leute. Hallo? Hallo. Hallo. Warte, ich lade dich ein, Sterzi. Jo. Ja, ja. Boah, wie cool das ist, dass ich dich hier einfach so sehe. Du bist bereits in einer Gruppe. So, ich heile mich mal. Ja. Okay, also ja. Man muss sagen, es ist fair aufgeteilt von wegen, dass man, ja, genau, ja, und dann bewege ich mich mal ein bisschen zu, ja, ich drücke Rolle machen. Jetzt drück ich ja. So, ja. Jetzt. So, genau, kannst du mich einladen. Dann mit Q. Du siehst ja aus wie ein Vollidiot, perfekt. Das passt. Du kannst mich einladen. Oha. Ja, ich lade dich ein. Danke. Ich sag mal so, ich sehe aus wie so ein feiner Herr. Ich muss mal Christo ein bisschen lauter machen. Oh, Christo, kannst du dich ein bisschen lauter machen? Ansonsten mache ich's. Also, wenn du nicht willst. Nee, mach du mich mal laut. Ich bin schon extrem laut. Aber. Ja. Man erzählt sich Geschichten über den. Ich finde, das ist einfach der beste Spruch gewesen. Man erzählt Geschichten über den. Oder? Den anderen guten fand ich noch. Der Schüler wird zum Meister. Ja. Erstes Blut. Yes. Erstes Blut vergossen. Der Schüler wird zum Meister. Lass mal bei B starten. Okay, wir sind Verteidiger. Ich nehme Bogenschützen. Ja, ich auch. Ich nehme meine krasse Bogenschützeneinheit. Okay, Bro. Start direkt mit den krassen. Ja, meinst ich nehme immer die krassen als erstes. Das ist auch am besten. Habt ihr die Cam auf rechts oder auf links? Ich habe meine auf rechts. Woher kommt denn auf einmal, man erzählt sich Geschichten über den? Das ist aus dem letzten Kurzfilm. Sehr, sehr wenig nur gesehen haben. Ihr solltet euch schämen, falls ihr ihn nicht gesehen habt. Das ist einfach. Einer der besten Kurzfilme, die Max je produziert hat. Ich gucke mir dieses Video an und ich bin so zufrieden. Ja. Jo. Und dann siehst du. Alter Christo, komm mal klar auf deine Aussprachen. Christo einfach so eine Peak-Performance. Und ich finde, das Ende hat auch gezeigt, dass wir actually Yu-Gi-Oh! Ablösen könnten. Ja, das ist true. Ich war immer am Überlegen, so, wenn ich mal was mit Magic mache, ich glaube, das wird nicht so geil, weil das Gameplay kannst du halt nicht cool zusammenschneiden. Aber wenn du so ein 1v1-Duell hast von so einem kompletten Vollhonk wie mir und einem absoluten Magic-Pro wie dir, Max, danke. Ich wurde uns nicht bezahlt, um das zu sagen, dann ich bin ist das halt schon... Ja, ich nicht. Ich bin auch der Einzige im Spiel, der Kurzbogen spielt. Ich sollte mir mal Gedanken machen darüber. True. Im kompletten Match. Im kompletten Game. Wir haben drei Langbogenschützen bei den Gegnern und in unserem Team ein. Aber niemand spielt Kurzbogen.
Ja, das scheint auch, richtig kacke zu sein. Oder so. Vielleicht sollte ich anfangen, Muskete zu spielen. Das fand ich auch noch ganz cool. Einer meinte gerade im Chat, wenn wir Tipps brauchen. Läuft, Tenno. Hier, sag mal, Kurzbogen. Kurzbogen ist die schwächste Klasse. Sehr schwer zu spielen. Ja. So, Kurzbogen ist im PvP die stärkste Klasse von allen. Und die schwerste. Ja, dann habe ich mir genau das Richtige ausgesucht für mich. Profi, perfekt für E-Sportler. Einen Einsteiger. Man gescheht Erzichten über diesen Boden. Man erstellt Gepflichten. So, ich versuche mal meine Cam noch ein bisschen zu positionieren hier für Ingame. Wo sind die Gegner, Leute? Nur noch 100 Meter. So, komm mal hier die Mauer hoch, Leute. Jetzt geht's ab. Mashallah. Kannst du so machen? Okay, da sitzt Ena. Hier sind wir spiegeln die jetzt. Da hinten an der Kanone ist noch keiner dran. Okay, die sind auch Schrott. Na gut. So schießt auf die Türme. Okay, ich muss jetzt mal wieder in die Steuerung rein. Ja, Q ist für die ganzen... Ah, nee, Q ist nicht. Q ist abspringen, abmauen. Das ist deine Ulti, Bruder. Also mit C folgen die alle. Mit V sagst du, die sollen einfach alles angreifen, was in Reichweite ist. Exactly. Exactly. Da stehen ultra viele Leute auf der Mauer. Ja, zieh deine Truppen nicht hoch. Die werden jetzt weggeballert von den ganzen Belagerungswaffen. Okay, ich stelle die hier unten hin. Genau. Wenn so, du F1 gedrückt hältst zum Beispiel, also F1, F2, F3 hast du Formationen, wenn deine Units die können. Ah! Ja. Ich krieg halt übel Pfeile in die Phrase. Ere. So, ich geh jetzt mal auf die Mauer, weil ich möchte gern so eine Steinkugel ins Gesicht fangen. Das nennt sich Kanonenkugel. Okay, hier kommt gerade ein Belagerungsturm an und hier steht niemand. Ja. Oh, Alter, der hat richtig... Ah! Meine Geschichten über diese Burg. Meine Geschichten über die... Aui! Bist du sehr schön. Gute Shots. Ja, ne? Sehr gut. Du siehst aus wie der größte Dulli, ey, mit diesem dummen Hut. Okay, eigentlich... Ich probier's mal so. Du, seid ihr hier mit drauf? Ah, du bist hier mit drauf. Ja, ich versuche hier unten die Units wegzuknattern. Weil ich sehe hier keine Belagerungs... Ich glaube, das sollte gehen. Und meine Bogenschützen ballern gut runter gerade. Nice. Ja, ich knall hier... Ich versuche, ja, das sieht so aus, das down, aber... Mit deinem Kurzbogen. Wir haben hier keine Nahkämpfer. Aber wir müssen dann einfach mit unseren Units... Doch, hier auf der Treppe warten welche. Und da unten auch, aber... Ja. Ja, sehr gut. Oh, der ist gleich down. Schöne Salve. Der Turm. Oh, lecker. Ja, geil. Macht den Schrott. Oh Gott, ich bin runtergefallen! Ah, ich auch! Oh! Wie? Raus hier! Wie? Oh, wie ist das passiert? Wenn eine Kanone euch abballert, dann bricht ein bisschen die Mauer weg. Und dann fallt ihr runter. Komme ich hier hinten überhaupt wieder rein? Ah. Alter, Papo. Peak Performance, werden wir schon davon sprechen. Ich bin da. Das sieht gut aus. Alter, hier hinten kommt man nicht rein. Sehr gut, sehr gut. Oh, kann man sich irgendwie zurück ins Spawn teleportieren lassen? Ja. Da kommen ein paar Leute und die wollen aufs Maul. Okay, das habe ich aber gut gespielt. Das habe ich gut gespielt. Alter, ist das dumme Scheiße. Die kommen hier richtig hoch bei B. Da sind mehrere an der Leiter. Wie bin ich denn da gerade runtergefallen? Okay, wiederbeleben, let's go. Oh, warte mal. Habe ich jetzt meine ganzen Units verloren? Das kann gut sein, Christopher. Das ist ja... Christopher, Pippili. Pippelabab. Pippeli, wupp, wupp. So, da vorne ist ein Spieler, der macht dir gerade... Ja, ich seh das. Ciao. Der müsste also gestorben legit, sein. Meine Units sind einfach gone. Ich hab meine besten Units am Anfang genommen. Oh shit, jetzt müssen meine... einfach gone. Units, assemble! Alter, ich kletter gerade von außen die Leiter wieder hoch. Echt? Ah! So, jetzt schießt mich auf der Leiter! Ja, ich schieße. Oh, 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 oh. Ich bin wieder oben, Leute. So, Alter, F2, Scheiße. Leute, ihr stellt euch hier hin. Da kommen jetzt einige. Wallachmed. Wallachmed. Schießt! Ja, ich schieße. Okay, Units, schönes Ding. Ihr stellt euch jetzt. Boah, oh nein, oh nein, oh nein. Ne, nicht schön, hinter die Bogenschützen. Ihr müsst vor die Bogenschützen, Leute. So ist gut. Alter, hier sind 80 Spieler. Hier sind 80. Hä, was? 80? Bei Papo. 80.000 Spieler.
Man erzählt Geschichten über die Spieler. Man erzählt Geschichten. Vorsicht. Oh, Speerwerfer. Die haben gut reingerotzt. So. Oh, schön. Schön, schön, schön. Meine Jungs sind alle dead. Wirklich sehr gut. Ich mach jetzt mal die Cam links wieder hin, weil rechts ist die Karte. Und ja, 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 ja. Ich hab jetzt zwischen Karte und meine Skills habe ich mich gepackt. Ich glaub, das ist hier? Gut. Nee, das ist Agi Bull. Das ist Busch. Schieß! Voila, lass zum Angriff! Schießt! Schießt! Okay, die sind auf A, wa? Okay, wir müssen eigentlich auf die Dings da schießen, ne? Ich halte immer noch die Stellung, Freunde! Das machst du richtig gut, Henno! Henno, du bist unser bester Spieler. By far. By far, oh, ist das Bro. Lecker. Ja, die machen das nicht schlecht, die machen ja auch Schildwelle. Rückzug in den zweiten Ring. So, ich muss mir neue Hände holen. Ich bin hier. So, schönes Ding. Wie rufe ich mein Pferd nochmal? Mit B, falls du noch lebst. Danke. Lebt noch, ja. Ich hab's nicht getötet. Alter, hier sind, okay, vor... Oh mein Gott, Tribok! Wallechbok! Wallechbok! Alter, meine Einheiten werden halt 24/7 komplett weggemacht. Ah, okay, nee. Ich darf jetzt wieder meine coolen Einheiten neu beschwören. Beschwören? So, ja, jetzt geht's los. So. Hallo, Henno. Ja, die haben den Point gecaptured, das... Die machen uns keine richtig, Chance, die rasieren uns richtig weg, Bruder. Und das wieder, sind das wieder so die Pros? Kommt drauf an, was dein Maßstab ist. Naja, ich bin der Maßstab. So. Ich verteidige jetzt A, Leute. Oh Gott, das sieht nicht gut aus. So. Das sieht nicht Alter, gut aus. Es ist so unbelievable. Ich kann halt nichts dagegen tun. Ja, ich wurde halt gerade wieder komplett weggemacht und ich kann nicht entkommen. Musste mal rein. Ja, das ging halt nicht. Schwierig. Bin ja relativ allein. Oh Gott! Oh, ich hab meine Schuhe gefallen. Oh, es geht einfach. Da sind so viele verschiedene Tasten, die man drücken kann. Verletz die Geschichten erzählen. So, zuschauen. Wen haben wir denn hier noch so? Ich fickte. Ja. Sir Romain. Wir rennen uns halt völlig. Ist ja unnormal. Wir haben halt keine gute Verteidigung, halt ne? Nee. Citrus Fruit macht hier Achtung. Oh. Boah. Was macht Citrus Fruit? Oha, das war übel fies. Das sind hier zwei. Ja, aber Max, du musst dich einfach nur heilen. Wie gegen mich, weißt du? Ja, mach ich auch. Die nehmen hier schon C ein. Jo, ich merke das. Das ist schwierig. Schwierig aufzuhalten. Hallo, roll dich! Keine Ausdauer. Todes CC auf Doom. Moin. Ja, die nehmen doch C jetzt komplett weg. Kann bei C nicht spawnen, ne? Das ist aber richtig. Okay. Let's go. Kommt wieder her, Leute. Follow me! Die rasieren uns halt so hart gegen den Strich. Naja. Jo. Ja, doch schon ziemlich. So würde ich es nicht nennen. Das ist schon ziemlich eindeutig. Die haben einfach jetzt 8 Minuten und jetzt nehmen die noch einen Punkt ein. Jetzt haben die 11 Minuten, um einen Punkt einzunehmen. Ja, aber den kriegen sie ja nicht. Ist halt Hardcore, Bruder. Ja, das stimmt, den kriegen sie nicht. So, ich nehme jetzt meine krassesten Bogenschützen, die es gibt. Meine 10 Geschichten über die. Wir machen jetzt einfach unser Hauptding richtig dicht und bauen uns richtig viel Belagerungsscheiße und so. Weißt so, du, Leute. Weißt du, wie ich meine? Ja. So, weil bei dem Tor haben wir letztes Mal auch verkackt. Verstehst du? Oh, deine Solo! Deine Solo! So, wie stelle ich die Okay, auf? Ich bin schon wieder gestorben. Es ist einfach unglaublich.
Die sind einfach 10.000 mal krasser. Ja, deswegen EO3, ne? So, jetzt mache ich das genauso wie die vorhin, aber es wird wahrscheinlich nicht klappen. Muss mal gucken. Die brechen jetzt schon durch. Wir müssen jetzt hier, wir brauchen hier Gameplan. Gott, hier ist der nah dran. Da ist halt übel Ackermatch. Jo. Okay, den haben wir. Die müssen halt jetzt hier einmal richtig scheitern. Ansonsten haben wir gleich ein Problem. Aber ich sieht da gerade auch richtig rein. Einmal in Bogenschützen rein, das wird easy. First Overlord, auch richtig am Reinjieten gerade. Das sah gut aus, glaube ich. Ja. Da haben wir ordentlich was weggemacht, aber wir haben halt auch umso mehr verloren auch. Naja, aber... Jetzt kommt halt die nächste Welle von Spielern. Oh, ich habe einen Spieler gekillt mit der Balliste. Schade, aber meine Bogenschützen machen richtig viel Arbeit. Jo, scheiße, ich wollte gerade sagen, die ballern da übel rüber. Treffen aber nicht. Treffen nur meine Mates. Hä? Nee. Ding ist immer, ich bin immer am überlegen, ist es sinnvoller, die Units rauszunehmen oder die Spieler? Spieler, weil dann gehen die Units weg. Nice. Spieler weg. Okay, ich bin mit meinen Leuten Treffer. Da. Ein Treffer. Also mit der Balliste kannst du halt richtig gut Spieler rausnehmen. Aber links hat hier auch noch einer eine Kanone. So. Ein tödliches Jahrhundert. Ich sag, wie es ist. Wir haben das Tor zugemacht. Jo, aber kann man das irgendwie wieder heilen? Oh, die kommen jetzt hier hoch. Oben auf der Mauer ist einer. Über die Treppen. Ja. Über die Treppen? Ja. Ja, über die Treppen. Oh, lol. Leitern meine ich natürlich. Oh, Tor ist auf. Ich hoffe jetzt, meine Mates übernehmen das. Houston. So, stell euch da hin. Da oben gibt's einen Pfeil. Ich versuche ihm mal zu helfen. Ah, ich glaube, die kommen jetzt von allen Seiten. Ja, ja, von links das auf die Mannzeit halt richtig. Das andere Tor. Scheiße. Okay, wir haben da einen Spieler down. Sehr gut. Ich glaube, meine Units haben keine Pfeile mehr. Jo, die sind unter mir hier. Jetzt muss ich doch... Jetzt kann ich doch aber mit denen zurückgehen und dann laden die ihre Pfeile auf. Okay. Also die haben gerade richtig viel gerissen, tatsächlich. Ja, keine Munition mehr. Ich sitze drüber. So, jetzt holen sie sich ordentlich Munition, Ehre und Abfahrt. Schön rein, voila. Gut, meine Units. Die machen halt, das ist halt, für die sind meine Units halt solche Snacks. So. Halt gar keine Chance gerade. So, die sind auf die sind hier in unserem Lager. Nicht on fire. Alter, die haben ja auch gute Truppen, ey. Jo, die sind hier schon, die sind jetzt schon da. Oh, Alter. Okay. Ich finde halt die Klassenkasse hier so richtig, ein richtig CC'en können. Noch eingekillt. Was ist dein Ernst? Alter, ich brauch selbst für diese ganzen Kack-Units einfach 3 Schläge. Wie ist nicht einfach? Ich glaube, ich muss mal zu euch kommen, was? EO2 waren alle toxic, ist das so? Oh shit. Sind die auf unserem 1 Spot? Ja, die sind halt schon die ganze Zeit jetzt, die sind jetzt schon überall hier. Noch 6 Minuten, Leute. Ja, ich habe auch überlegt, ob wir wieder auf dem Discord. Aber tatsächlich, den letzten Punkt halten wir okayisch. Ja, gut. Da vorne, die uns halt so weiter. Ah, das sind Gegner auf dem Mord. Die Jungen stehen einfach zur falschen Richtung. Es ist so krass, Junge. Oh, ein paar Bro hat eine Auszeichnung bekommen. Ich brauche eine Ränge. Ja, Mann. Ich breche alles. So. Ich komme, Leute. Ich eile.
Gibt's nochmal richtig aufs Maul. Okay. Da rücken wir rein, Leute. So, von hinten mit der Kanone rein. Das war gar nicht so schlecht. Abfahrt. Also ich hab ein schlechtes Gefühl. Die sind auf der Flagge, bin ich ehrlich. Die umkreisen uns gerade einfach hier in unserem Spiel. Alter, was hält der denn aus? Ich kann nicht wegrollen, weil ich in den stehe. Natürlich nicht so geil. Aber man, mein Aim ist ja halt nicht gut. Nicht kann man deren Level sehen? Man sieht ja nur Season Levels. Fühlt sich so blöd an, wenn man nicht weiß, wären die jetzt so 100 Level über mir, was wahrscheinlich der Fall ist, dann wäre das nicht so schlimm. Ja, dann könnte man es verstehen, ne? Ja. Na gut. Ja, war C+. Geht besser? Ja. Ich war auch ein C+. So, jetzt bin ich gespannt. Ich würde halt so gerne wissen, welches Level meine Gegner haben. Dass es irgendwie angezeigt wird. Season Level juckt mich halt null, wie weit die den Battle Pass haben. Das Ding ist halt, das Season Level ist halt eigentlich das Uninteressantere von den beiden. Hm. So. Ich meine, dann kannst du ja Season aber Level guck mal, der eine in unserem Team ist Level 11. Das Aha. ist. Und wir sind Angreifer. So, jetzt sind wir angekommen. Was nehmen wir denn jetzt? Nehmen wir jetzt erstmal ein paar Billo-Einheiten. Das ist ein gutes Zeichen. Ich nehme jetzt auch erstmal ein paar Billo-Einheiten. Hey, nicht Billo, ja? Billo Beutlin. Einfach kurz für den Billo Beutlin. Einfach richtiger möchte gern Straßen. Billo Beutlin ist einfach Beutlin auf Wish bestellt. Ein richtiger Abhängiger. Ah. Also ich habe jetzt zwei krasse Einheiten, ja? Ich habe also, ja. Wollen wir rechts? Komm, wir gehen mal rechts. Ja, ich bin auch rechts. Rechts? Okay. Ja, wir schieben über B, ne? Ich habe jetzt die Bogenschützen des Drachen und ich habe die Musketiere des Drachen, glaube ich. Ich glaube, ich habe die Map noch nie als Angreifer gewonnen. Oh, das ist schon mal eine richtig geile Info zum... Ne? Da hat man direkt Bock, weiterzuspielen. Alter, ich mache keinen Backflip. Wer fragt das? Wer fragt das alle 5 Minuten? Mach mal einen Backflip at Hand of Blood. Wäre aber witzig. Hä? Also, doch mal wenn du jetzt einfach aufstehen würdest und einen fucking Backflip machen würdest, das wäre halt richtig Ehre. Ja, kann ich aber nicht. Ja, das ist halt das Ding, Mann. Typ im Chat. Kannst ja nicht, yo, Bruder, ohne Scheiß, mach mal einen Backflip. Aber allein, dass der schon Season Level 21 hat, ne? Die ist halt das echt ist noch seine. Nicht lang draußen. So's. Okay. So, Leute. So, an die Kanone. So, Leute. Ja, schnell an die Kanone. Und deren Belagerungssachen abschießen. Okay, toll, ich krieg keine Kanone. Richtiger Abfuck. Oh! Bisschen tiefer. Alter, hier ist eine Windmühle. Oh! Junge, ich mach dich so weg, Bruder. Du bist so dran. Zack! Papo, drück mal F für eine bessere Sicht. Das ist Mobbing. So. Alter, die kommen mit Pferden raus. Ja. Na gut, das machen meine Units. So. Was das? Nee, da ist noch eine. What the fuck? Ah. So, jetzt schießen wir nochmal. Hab ich gleich. Alter, da haben wir nochmal ordentlich aufgeräumt. Bisschen höher. Abfahrt! Scheiße. Ich bin der Farmer. Die haben diese Maschine hier noch nicht kaputt gemacht. Das heißt, ich kann nicht mehr schießen. Aber wohin schießen? Glaub, warum kommen die denn mit Pferden rausgerusht, sind die dumm? Da noch hin. Schön die Kanone. Nice, wir machen tatsächlich gerade auch Kills. Das ist richtig insane. Die schießen auf meine Scheiße, ich bin jetzt in der Festung gefangen. Echt? Ja, zugemacht, ne? Die haben mich eingesperrt. Kannst du das nicht aufmachen? Ich bin gestorben. Okay. Das war richtig. So, kacke. Meine Billo-Units leben sogar noch, lol. Und ich habe alle Belagerungssachen da oben geklärt. Das ist ultra wichtig, denn ich bin MVP. MYPD. So, ich schieße hier aufs Tor, weil ich glaube, das muss man aufschießen, ne? Nee, Mina, ja. Ja. Der hat einfach mal. Ist der dumm? Warum macht die der. Die wollten mit den Pferden draußen das irgendwie kaputt machen, die Steinschleuder. Und die haben es nicht geschafft. Okay, das Tor ist kaputt. Das ist die Frage. Okay, da hinten ist noch was. Sieben, kann ich da schießen? So, Bogenschützen okay, machen Hackmay.
Ehre. Guck jetzt auf welche. Oh, da schießen wir mal rein. Das Ding ist, wir gehen gerade alle über rechts. Warum gehen... Leute, alle, die in den Stream gucken und nicht Pabo und Sterzig sind und in diesem Match sind, gehen bitte über links. Wir müssen hier das verteilen. Voila. So. Okay. So. So, meine Units kommen jetzt mit. So, ihr schießt jetzt auch Bogenschützen. Voila. So. Alter. Units, weil nach vorne. Das war Ehre. Guck mal, hier sind drei. So, und bleibt hier stehen. Alter, die sind halt wirklich durch auf meinem Level jetzt. Ja. Macht schon direkt mehr Laune, ne? Jo. Weil das Ding ist, jetzt mache ich tatsächlich Damage und kassiere nicht direkt 80% meines Lebens. Scheiße, das geht aber nicht ready. Und die killen mich jetzt tatsächlich nicht. Das ist ganz nice. Okay, wir müssen raus. Ja, ich muss mal zurück. Meine Bogenschützen schießen jetzt ein bisschen. Okay, meine Units sind alle dead. Das heißt, ich hole mir mal neu, aber das ist fein. Okay. Alter. Einfach. Einfach der Feierregen, ey. Maschallah. Einfach der Hübsche. Aber warte mal, haben wir. Wir haben gerade viele Fernkämpfer, ne? Dann nehme ich jetzt mal wieder meine Nahkämpfer, die ich da vorstellen kann. Ja, Max, du bist auch low. Nee, nee, alle gut. Okay, so, neue Truppen. Ey, greif bitte A an! Wie dumm ist es, als Angreifer nur ein Tor anzugreifen? Da verliere... Also da... Komm, wir drei machen jetzt eine Attacke auf A. Okay. Ich nehme meine Bogenschützen mit. Nee, lass sie stehen. Komm alleine. Ohne treten. Alter, wir haben da sogar Belagerungswerkzeuge und so ein Shit. Ja, ja, damit habe ich am Anfang alles geklärt hier. Tschüss, Kebab. Kommt ihr? Oh, lol. Das Tor ist sogar offen. Glaubst du das? Ja, Mann. Okay, dann gehen wir jetzt da rein. Oh, der oben kann da... Geil, die sind aber gerade nicht ab. Schönes Ding. Ich glaube, der callt gerade seinen schwitzigen Mates im TS. Jo, hier kommen wir, ich ja. Vermutlich, ja. So, ich gehe mit meinen ganz schweren Infanteristen jetzt vor. Boah, Alter. Okay, und ihr schießt hier oben ab. Schönes Ding. So, ich schieße sie auch mal ein bisschen. Geno, hier bin ich. Mach die weg. Siehst du, jetzt alles frei. So free, das Game. So. Und schon ist... Nein, komm auf den Punkt. Wir nehmen den ein. Auf den Punkt bleiben. Auf den Punkt bleiben. Ja, easy game. Schilde hin. Easy game. Das ist so. Die konntest, guck mal, wie die da hinten alle sich versammeln bei B. Ja, sind lost. Oh nein. Einfach die Calls befolgen. Das ist wichtig in dem Game. So, meine Bogenschützen schießen. So. Und jetzt fallen wir da in die Flanke. Nee, wir gehen einfach hier rein. Wir gehen einfach hier rein. Wir gehen einfach in die Burg. Wir gehen hier in die Burg. Komm, wir gehen einfach in die Burg. Einfach in die Burg rein. Einfach in die Burg. Was willst du? Ich hau dich weg, Junge. Wir gehen einfach rein in die Burg. So, einfach in die Burg rein! Einfach in die Burg! Geh mal in die Burg! Geh mal in die Burg! Einfach rein! Lass uns mal in die Burg gehen! Wir schlagen ihn in die Fresse! Geh mal in die Burg rein! Maschallah! Einfach das Schwert! Maschallah! Einfach in die Burg! Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm, haltet das auf! Hier sind ein paar Spieler, aber jetzt... So, einfach in die Burg! Jetzt passiert Folgendes! So, zack! Aua! So, sind wir einmal in der Burg da! So, Angriff auf ihn! Okay, ich hab ein Problem. Das ist nicht schlimm. Alter, ich hab einen richtigen. Ich hab einen richtigen Wurfspeer in meiner. Durch diesen Move kriegen wir gerade B. Ja. Man muss im Krieg auch mal Opfer bringen. Ja, man muss auch mal zwei Frontenkrieg opfern. Man muss immer zwei Frontenkrieg führen, wenn man keine Einheiten hat. Einfach mal meine Calls befolgen, dann kriegst du A und B umsonst. Nein! Was ist das denn für einer? Hier ist so ein Ninja. Man erzählt Geschichten über ihn. Man erzählt Geschichten über ihn. Einfach so ein Ninja. Okay, Leute. Jetzt noch einmal fokussiert vorrücken. Ich nehme jetzt die krassesten Fernkämpfer im Game. Und das ist nicht mal gelogen, Walla. Versteht ihr das? Weil die habe ich angeheuert. Okay. Die sehen nicht krass aus, aber die sind sauer und haben alle einen Schnurrbart.
Die tragen einfach alle eine Salate. Okay, Leute. Who vom Spawn ich hier? What the hell? What the hell? Ja, ich brauche jetzt Unterstützung, weil wenn die jetzt. Komm mal wieder dazu, A. Oh oh. Oh oh. Okay. Ja, gut. Oh, da kommt Trieb. So, meine Bogenschützen sind leider RIP. So. Sehr gut. Moin, Heno. Moin. Ich würde jetzt da mal so ein Tribouché-Feuer reinjagen. Ist aber leider rote Liga. Gönn. Boah, Alter. Oh, oben, über uns. Da ist ein Typ mit einer Muskete. Den lösche ich jetzt. Pass mal auf. Tribok-Feuer ist angefordert. Gleich scheppert's richtig. Dahin kommen sie. Gleich ist er von der Mauer runter. Ich sag dir, wie es ist. Null. Junge, geh zurück bitte da, wo du herkommst. So. Pass auf. Wir machen jetzt Trick 17, ja? Ich gehe jetzt die Mauer hoch. Oben. Komm auch die Leiter. Oh, Scheiße, komm die Leiter hoch mit deinen Truppen. Steuerung, Linksklick auf dem Leitern. Nein, das machst du nicht. So, ich link dir noch ein bisschen ab. Er hat's getan. Die brauchen aber echt lang, um da hochzuklettern, ne? Ich bräuchte hier Unterstützung, Leute. Tschüss, Kebab. Jo, bin gleich oben. Ich schieße allein auf die hier. Hier bin oben. Boah, Junge! Boah, hier wird Alter. Zerschnitzelt. Das voilà. War's dann mal komplett. Hochkommen jetzt, alle! Jetzt schießt sie ab! Okay, ich kann meine Units nicht mehr steuern. Warum nicht? So. Units, was macht ihr da? Boah, schönes Ding. Einfach nur schön. Oh. Und jetzt? Jetzt die Frage, kommt jetzt die... Okay, ich join jetzt einfach unten. Okay. Stell mich hier auf den Punkt. Mach hier ein bisschen auf. Geh da rein. Mach so, so, so. Bin gestorben. Oh, sterbt sie mich schon wieder, ey. Doch. Ich weiß doch auch. Ständig musst du sterben, ey. So. Ich mal hier. Das ist noch ein Tribor. So, jetzt schieße ich dir ins Gesicht, du dumme Schute. So, jetzt hältst du mal die Backen, du kleiner Kasperl. Zack. Komm mal, den Langbogenschützen vorne rum. Rasieren euch richtig weg. So, euch zerlege ich. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh. So. Oh, meine Jungs sind alle tot. Ja, ist aber nicht schlimm. Mein Pferd ist auch tot. Ich bin halt so tanky, ne? So, ich höre jetzt mal neue Leute. Also ihr müsst auch was machen, bin ich ehrlich. Wollen wir jetzt einmal gemeinsam rein, richtig sammeln? Ja, ja, jo. Ich hole jetzt noch meine stärksten Einheiten und dann okay. Geht's los. Weil wir haben jetzt noch 2 Minuten. Ja, dann Abfahrt. Wer hättet, ich sag euch das. Wärt ihr mir gefolgt, oben rauf, wir hätten das Game gewonnen. Ich bin hier oben rauf gefolgt und... Ja, aber mit Nahkämpfern. Ja, so, wir sammeln uns jetzt hier, oder? Ja, vorm Tor. Erstmal bei A. Genau, okay. Da ist links unten einer in der Ecke, by the way. In ja, den sollten wir noch töten vorher, oder? Ja. Bevor wir dann reingehen. Ja. Oh ja. Der beschwört. Oh ja, da mache ich mit. So. Ey, der donatet richtig rein. Der donatet voll rein. Ja, der chillt hier einfach. Das Ding ist, wir haben auch nur noch eine Minute. Der hat hier eine Phalanx aufgebaut. Das ist doch nicht schlimm, die brechen wir jetzt. Boah, Alter. Gulasch. Alter. Lecker. Alter. Lecker, lecker, Gulasch. Das Ding ist hier. Ja, jetzt müssen wir aber gleich rein. Okay, wollen wir jetzt einfach mal alle oben auf die Mauer rauf? Ja. Alle nicht. Steuerung, draus, go. Die Leitern sind dran, oder? Steuerung, Linksklick. Leitern sind dran. So. Okay, alle hoch, Jungs. Dann schießen wir von hier oben alles ab, was Beine hat. Oh, lol. Kann ich da auch noch hochklettern, während die hochklettern?
Ja. Eventuell. Haben wir ein Problem? Bin ich tot. Aber meine Truppen gehen noch hoch. Ja, das ist, wenn man gestreamsniped wird, ne? Was passiert dann? Alter, der habe ich richtig gegeben gerade. Schönes Ding, Sternsieg. Du hast einfach alle gelöscht. So, ihr müsst jetzt on spot, sonst haben wir verloren. Einfach reinrennen, sonst haben wir verloren. Einfach rein mit den Truppen. On spot. Ja, ich habe nichts mehr. Ich renne jetzt auch nochmal on spot. Ja, ich glaube, so schnell können wir es nicht mal einnehmen. Nee. Gott, wir haben sie ja nicht mal annähernd. Abfahrt, Leute. Geht los. Naja. Okay. Das ist ja. Ich dachte, wenn wir auf dem Spot sind, dann wird es gehalten. Nein, nein, nein. Gibt kein Overtime. Ist das hier nicht Overwatching? Also, ich war der Beste im Team. Sterzig der Schlechteste. Papo der Vorletzte. Was? Jo. Als ob. Ich habe mega viel gemacht. Das Ding ist, es bringt euch nichts, wenn ihr in Valorant gut seid, wenn ihr hier sagt. Ich sag euch, wie es ist. Also doch. Ich check halt einfach noch. Irgendwer nicht atmet wirklich mir irgendwie hier so fast ins Ohr. Ja, das ist, glaube ich, ein Spieler. Also so ein Charakter. Oh, die Map. Ja. Wir machen das so. Ich wechsle jetzt hier mal. Also, dass ich auch so viel Fernkämpfer als Angreifer habe, ist halt auch dumm. Das ändern wir. Nehmen wir die. Kann man das jetzt noch ändern? Ja, Bro. Ah ja, wechseln. Bro. So, mit denen jiete ich richtig rein. Können wir bitte oben rushen? Jo. Ja, klar. Das kann man auf der Map sehr gut, meiner Meinung nach. Nehme ich meine besten Einheiten oder die schlechtesten? Komm, dafür nehmen wir mal die besten, ja? Ja, okay. Schön Nahkämpfer. Nahkämpfer ist wichtig. Okay, ja, das habe ich nicht. Warte. Du hast kein... Hey, aber wir sind jetzt Angreifer. Sehr gut. So. Und wir spawnen und rennen sofort los, bauen die Leitern, klettern hoch und gehen on spot. Und machen wir alles weg. Ja. Das wird 100 pro klappen. Richtig gebündelte Power in deren Arm. Wenn ihr verliert, müsst ihr einen Backflip versuchen. Halt's mal! Ja, danke. Ich würde jetzt nicht so rumschreien wollen hier, weil ich habe mich selber auf dem Ohr. Das heißt, es wäre übel laut in meiner Fontanelle. Ja. Was? Ohne Pauke. Der Kalle hat mich in einem Video erwähnt. Ehre aller. Ich trage übrigens gerade sein T-Shirt. Wahrscheinlich im The Cycle-Video. Vermute ich jetzt mal. Ach so. Nein, ich. Ach ja, ist ja live. Oh, oh. Ist ja live. Ich habe richtig Bock, das anzugucken. Leute, seid ihr bereit? Das ist die Schlacht. Ich bin ready. So, da auf der linken Seite kann man so Leitern bauen. Okay, und dann gehen wir hoch. Links vom Tor. Machen wir. Wacken auf dem Meer. Ihr drückt C, dann folgen die euch. Richtig geil. Auf Ehrenbruder-Basis. Ehre, Mann. Damit rechnen die nicht. Das wird so heftig, Junge. Mala. Hallo. Na? Warum macht das nicht? So. Und hoch. Da sind, Hoch, hoch, hoch. Einfach hoch. Ist egal. Ist so egal. Auf den Spieler hier, auf den Spieler. Du bist ziemlich low. Okay, das sind Stream-Sniper. Das sind Stream-Sniper. Das erkennt man hieran sehr gut. Guck dir das an. Das erkennt man. Das erkennt man sehr gut. Sehr gut erkennt man das. Nö. Gebe ich mir nicht. Jo, Jungs. Die kommen vorne rechts. Ja. Lass da einen Nahkampfstrupp die Treppen blockieren. Und dann machen wir 5 Bogenschützentrupps, die da alle reinziehen. Ja, das finde ich richtig gut, Mann. Das wird die richtig auseinandernehmen. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich schieße jetzt voll in diese Gruppe rein mit einer Steinschleuder. Ich spiel jetzt so random. Pass auf. Kann ich nicht jetzt Y? Nee, schade. Also.
Achso, das Tor ist auf. Sehr schön. Sehr schön. Also, wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen durchs Haupttor. So, ich hole mir jetzt auch Einheiten. So, da kommt jetzt was geflogen, Boys. Oh mein Gott, ist der lost? Tod, Ehre. Okay, Leute, kommt ihr ran? Wo? B? Ja. Mitte, runter E-Sport. Jo. So, rein. Warte, jetzt gab's so einen Gegner. Jawoll! Komm! Zack, Junge! Ich schick meine Leute hier auf die Mauer, Leute. So, ich bin on spot, ich bin on spot. Sam. Easy. Und jetzt nehmen wir links den Versorgungspunkt ein. Oh, da oben kommt übel dick. Voila. Da kommt übel dick, Bruder. Er muss sterben. Stecht ihn ab, der muss sterben. Jetzt reicht's mir aber. Scheiße. Das kann der nicht überleben. Das ist so lächerlich. On-Spot. Warum kommt hier keiner on-Spot? Das sind so viele Units von uns. Ich muss weg. Nein, wir bleiben. Ich bin 1 HP. Wir bleiben. Okay, komm wieder auf. So. Jetzt Half-Life. Komm zu dir. Musst du mich zurückziehen, es tut mir leid. Oh, dieses Spiel, wallah, lach mit. So, ich muss mir neue Truppen holen. Christo, was machst du die ganze Zeit? Ich bin hier oben und schieß von oben auf den Spot drauf. Aber wir sind Angreifer. Ja, was soll ich machen? Ich hab, Nahkampftruppen nehmen, ich hab, rein. Ja, ich hab nur noch ein anderes Nahkampftruppending. Da musst du mehr auswählen am Anfang der Schlacht. Also so kann ich nicht arbeiten. So, ich nehme jetzt Fernkämpfer. Nee, du brauchst Nahkampftruppen, Max. Hab ich nicht mehr. Oh lol, die schießen von hier? Oha. Oh mein Gott, was? Das ist ja der Hammer. Wie bin ich noch gestorben? Daher der Name Lang. Ich wurde von einem Spieler getötet, obwohl ich ganz weit hinten auf der Map stand. Alter, was machen die auch an Schaden? Alter, wer schießt da mit der Balliste? Das geht aber nicht. Ja, aber guck mal, die sind auch schon wieder Level 18, 10, 13, 8 und wir haben nur 1, 2, 3, 4. Das ist Season Pass, das sagt gar nichts. Der eine von denen ist sogar nicht mal Level 20. Ich wurde gerade geheadshottet von einer Balliste. Aber meine Langbogenschützen rasieren die halt so weg. Wo ist mein Nahkämpfer? Das prasselt hier die Kills. Ich brauche nicht mal Leben, alles gut. Guckt euch das an. Die rasieren da alles weg. Ehre. Da ist Papo, da ist Sterzig. Sterzig ruht sich im Zelt aus. Nee, ich heile mich gerade hoch, weil ich komplett low war. So, ich hätte die aber gerne wieder. Ich bombardiere gerade den Spot. Also wobei, ich bombardiere lieber die Bogenschützen da oben, oder? Was sagst du? Ich kann die jetzt flankieren, habe ich gesagt. Ist der Hammer. Ich bombardiere oben mal die Bogenschützen da weg. Sehr gut. Die wir haben. Wir müssen auch mal die Ballisten da weg machen. Haben wir keine Belagerungs... Alter, Wolle. Diese Kackballiste, das ist nicht deren Ernst. So, danke. Weg da. Kann nicht sein. Oh, das kann ich nicht benutzen.
dass das einer mal, ne? So. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Na komm. Oh. Also der steht in all meinen Einheiten und überlebt das. Also ich brauche jetzt hier mal Verstärkung. Okay, ich hab den. Oh mein Gott! Den hat's zerdeppert. Was ist denn mit ihm hier? Okay, das läuft aber. Das läuft. Zack, tot. So, jetzt schießen wir da rein, dass das klar ist. Wir gehen jetzt auf den Spot. Und wallern die weg. Nein, nein. Oh mein Gott! On spot! On spot! On spot! Was ist angreifen? Was ist angreifen? Rechtsklick. Nee, Pau. Ich bin der Einzige on spot. Wir haben in 12 Sekunden verloren. Der steht neben dem Spot hier, der Typ. Und kämpft. Der kämpft da! Das ist ein Spot hier, ne? Haben wir den Spot? Nein, wir haben verloren. Alter, es war so knapp. Es war so knapp. So, wir gehen mal auf die Teamstatistiken. Immerhin wart ihr im oberen Drittel. Danke. Ich habe mich diesmal auch ein bisschen angestrengt. Das ist doch ein Witz. Ich habe mich auch angestrengt. Das ist doch ein Witz. Was soll ich machen? Ich zauber schon. Magie. Also ich habe 2 Helden getötet. Ja, ich sag, wie es ist. Ich weiß einfach noch nicht, wie ich dieses Spiel spielen soll. Also, ob man jetzt da reingeht oder man geht zurück. Truppen sind alles. Du musst deine Truppen darfst du nicht YOLO reinmachen. Ich glaube, das mit den Truppen ist ein bisschen wie Schere, Stein, Papier, ne? Wieder. Alter, ja, keine ja, Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Du hast wieder die countern und du hast die gut, die schlecht sind. Also, muss man dann halt immer sich anpassen anscheinend daran. Ihr wolltet hinausgehen. True! Abbruch! So, ich wollte euch nämlich noch. Also, aktuell spammen wir halt Belagerungsschlachten, weil uns macht das persönlich am meisten Spaß. Aber, was man halt auch sehr viel durchaus macht, ist, man geht hier zum Wachposten und sagt, man möchte das Lehen verlassen. Kann dann seine Truppen auswählen, sagt Lehen verlassen. Und dann habt ihr so eine Übersichtsmap. So, und das ist so ein bisschen, ihr merkt schon, ne? So ein bisschen wie Mountain Blade. So, und da seht ihr schon, das hier ist... Hoppala. Augolia waren wir gerade. Das ist das Lehen. Und jetzt steht jetzt zum Beispiel... Ach nee, das wir sind schon wieder aus der Queue rausgekommen. Ja, weil ich rausgegangen bin. Oh, okay. Ich glaube, das ist die Startstadt. Deswegen hat die einen Sonderstatus. Bin mir nicht ganz sicher. Das ist auf jeden Fall auch das, womit ich mich noch am wenigsten auseinandergesetzt habe. Aber hier zum Beispiel Westberg. Da steht jetzt... Nee, auch schlechtes Beispiel. Warum gehört das niemandem? Also eigentlich gehören diese Dinge immer Häusern. Haus-Doppelpunkt? Gab es irgendwie ein Reset oder wie ist das? Jede Region hat eine KI-Stadt als Hauptstadt, ja. Also grundlegend ist es so, dass solche Ortschaften besitzt werden können von Häusern. Ah, wurde alles resettet, okay. Und nur in bestimmten Regionen kann man bestimmte Dinge erlangen oder machen. Und wenn zum Beispiel unser Haus diese Region besitzen würde, oder das Lehen mit der Stadt oder der Ortschaft, dann würde ich jetzt zum Beispiel hier ist so ein Holzverlager. So, da kann ich hingehen und Holz farmen. Und dafür bezahle ich. Holz braucht man als Ressource für verschiedene Sachen.
zum Beispiel seine Truppen wieder aufstocken. Die, da geht nämlich die Haltbarkeit runter, die Waffen quasi. Mhm. Und da bezahle ich für. Und das Haus, welches Lehen gehört, korrigiert mich, wenn ich Bullshit laber, die kriegen Steuern. Richtig Ehre. Und, achso, ja. Okay, never mind. Ja, und man kann halt Städte einnehmen und es gibt Territorialkriege und dann wird's erst richtig interessant, glaube ich. Aber das ist halt etwas, was wir noch nicht gemacht haben bisher. Territorialkriege mit der Sense, ich sag's euch. Mashallah. Alter, die Sounds, die Typen manchmal machen. Ja, ja, wenn die springen oder so, ne? Jo, wenn sie irgendwie so ein bisschen härter aufkommen. Ja, ich muss sagen, dieser leichte Asia-Touch, den das Spiel hat, da tue ich mich auch so ein bisschen schwer mit. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich weiß komplett, was du meinst. Das ist so etwas, das ist einfach eine Geschmackssache, denke ich. Jo. Und zum Beispiel... Mir gefällt es persönlich auch nicht so krass, weil es mich irgendwie an... Es erinnert mich an irgendwas, was ich schon mal gesehen habe. So dieser Style halt. Ja, diese typischen Asia-MMOs. Genau. So. Daran erinnert mich jetzt so ein bisschen. Genau. Das ist halt nichts grundlegend Schlechtes, nur so... Es erinnert einen so an diese... Metin 2 und sowas. Spiele jetzt bla 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 online. Ja, genau. Ja, daran erinnert es mich so ein bisschen, aber es ist halt, es wirkt sich nicht so krass aufs Spiel aus. Genau, ich finde das Spielkonzept total unique und nice. Jo. Also ich bleib dabei, sowas zum Beispiel im Herr-der-Ringe-Universum. Alter. Jo. Das wäre, ich... Es wäre so Mashallah. Insane. Stell dir vor... Es gibt so Mordor, Rohan, Gondor und dann die Elben. Das wäre... Dann hast du dich einfach... Warum macht das auch niemand? Warum macht es niemand? Dann einfach ein Bruchteil rum. Imagine. Imagine, du bist so ein fetter Elb. Richtig krasse Rüstung. Fetter Elb. Und dann läufst du hier im Bruchteil rum. Und dieser Main-Spot, wo alle sich versammeln, ist einfach dieser... Wo dieser Tisch steht, wo Gimli den Ring zerschlagen wollte, weißt du? Ja, ja, Mann. Oh, nochmal Ehre, Alter. Oh, da kam es wieder mit hoch. Das meine ich vorhin. Aber, Herr der Ringe macht alles nochmal besser. Egal. Jo. Eigentlich. Call of Duty, Herr der Ringe-Style. So, halt nicht mit. Ja, das ist halt ein bisschen unrealistisch. Nein, aber jedes, mit Bögen oder so. Jedes Spiel, was mit Schwertern oder mit, keine Ahnung, Kampf, I don't know, ist. Ja, so mittelaltermäßig zeitlich orientiert. Herr der Ringe. Es sollte für jedes Spiel ein Herr der Ringe-Mod geben. Ja. So wie zum Beispiel es für jedes Spiel so immer Koop-Modes gibt, so. Es sollte einfach so eine optionale Erweiterung sein. Ja. Es wertet jedes Spiel um das Doppelte nochmal auf. Ja. Es ist einfach so. Ja. So ist Herr der Ringe ist einfach nice. Und bei Shootern Star Wars. Aber ich verstehe auch nicht, so, es gab ja mal eine Ära, wo richtig viele Herr der Ringe-Spiele rauskamen. Jo. Und das hat so irgendwie übel nachgelassen. Was war das letzte? Dieses Assassin's Creed Herr der Ringe Spiel? Shadow of Mordor. Ja, Shadow of Mordor. Also Shadow of Mordor und noch ein anderes. Aber ja, genau. Das war so der letzte richtig gute Herr der Ringe Titel, der wirklich im Herr der Ringe Universum online gekommen ist. Ja, was heißt richtig gut? Also richtig gut fand ich das jetzt nicht. Nee, aber so ein echt extra produziertes Spiel für Herr der Ringe quasi. Ja. Oder einen Namen von Herr der Ringe. Das war so das letzte Game. Und davor Strategiespiele, Herr der Ringe, die Eroberung, legendäres Spiel, wo der irgendwie der Online-Modus abgestellt wurde. Ich weiß nicht, das scheint ja ein Lizenzthema zu sein, weil sonst, ey, ganz ehrlich, würde Schlacht um Mittelerde 3 rauskommen, wären doch alle am Start. Absolut. Oder... Das Ding ist, ich glaube, EA hat irgendwie die Lizenzen an Herr der Ringe verloren. Irgendwie so war das. Deshalb mussten die auch die Server... deaktivieren bei Herr der Ringe die Eroberung. Ist halt so schade, wenn Leute gierig werden, ne? Wahrscheinlich ist es einfach nicht worth wirtschaftlich, weil sonst hätten sie es ja gemacht. So, und das heißt, ja, Lizenzen jetzt erstmal dann gone. Jetzt bringen sie ja ihre Herr der Ringe Serie raus, cool. Aber ist so schade.
Also wenn jetzt kann man ja auch EA kein Mittelerde 3 rauskommt, ja. Holy shit. Kann man ja auch EA keinen Vorwurf machen, ne? Wenn es wirtschaftlich sich nicht rentiert. Sonst würden sie es ja machen, sonst würde ja nichts dagegen sprechen. Ja. Ich meine, die Fanbase ist alleine durch die Filme schon extrem riesig. Jeder kennt Herr der Ringe. Ja. Und selbst die Leute, die es nicht gesehen haben, kennen Herr der Ringe vom Namen. Rollercoaster Tycoon Herr der Ringe. Zum Beispiel, sitzt in einem Wagen die Orks und brettern deinen Abgrund. Das wäre halt krass. Aber auch zum Beispiel, es gibt ja richtig viele Fan-Made-Mods momentan von so Strategiespielen und so. Zum Beispiel Herr der Ringe, hier Attila Total War. Gibt es einen richtig krass produzierten Herr der Ringe-Mod. Einfach nur, ich glaube, sogar eine krasse Kampagne. Oh lol, ja. Und halt die ganzen Einheiten von Rohan bis zu den Zwergen und so komplett extra modelliert, programmiert, wie auch immer. Ist einfach nice. Es wird auch extrem gefeiert. Wem gehört eigentlich Herr der Ringe? Wer kassiert dafür Kohle? Gute Frage. Mojang von Minecraft. Moria, ne? Ja, Saruman macht die Hände auf. Saruman, jetzt gib doch die Lizenz. Erst wenn ihr uns die Menschen ausliefert. Die Lizenzen hat einfach Sauron. Sauron sitzt da so. Der ist halt Büro so greedy irgendwo geworden. Jo. Seitdem er gegen die Menschen verloren hat, hat er keinen Bock mehr. Da kommen auch die Spiele nicht mehr raus. Ja, aber es kommt jetzt eine Amazon Herr der Ringe Serie, ist das richtig? Ey, genau das gerade, ja, von Amazon. Und ein Amazon MMO? I don't know. What? Meinte irgendwer im Chat. Ja, also es kommt eine Herr der Ringe Serie und ich glaube, im Zuge dessen könnte es neue Spiele geben, aber nicht im Vergleich zu Schlacht um Mittelerde, oder? Die Serie wird halt eh wahrscheinlich wieder kacke, ey. Das ist dann so eine Witcher-Serie. Ja, es ist einfach nur, genau, ich wollte gerade sagen, es wird so mäßig The Witcher, ja, irgendwie gut gemacht, geiler Gedanke, aber für viele halt extrem langweilig. Also ich fand's okay, es war halt cool zum Angucken, weil es The Witcher war, aber ist jetzt keine actiongeladene High-Value-Serie. Ja, stell dir mal so ein GTA-Spiel vor im Herr der Ringe-Universum. Es wäre so sick. Dann steigst du da einfach auf so einen Wag rauf, reitest nach Gondor, greifst Minas Tirith an. Das wäre so insane. Genau das. Einfach alleine. Und dann wirst du halt vor dem Tor komplett weggeballert. So. das wäre halt legit dann denkbar und geil. So. Ja, ich würd's safe spielen. Das meine ich. Egal was. So, was ist jetzt mit ihm? Gehen wir jetzt hier rein. Also ich stelle mir gerade wirklich vor, wie ich hier als eine Gondor-Wache durch diese Stadt laufe in Minas Tirith. Es wäre halt einfach wunderschön. Die Grafik muss halt nicht mal krass sein. Aber heutzutage könnte sie das, überleg mal. Ja, einfach so ein richtig krasses... Schätzig und ich haben vor, Schlaf mit 2 zu zocken, ja. Das Ding ist, wir haben sehr, sehr viel vor, seit erster Stunde auf dem Zweitkanal auszurasten. Aktuell fehlt noch ein bisschen die Zeit, aber nach der Gamescom, glaube ich, könnte es dann langsam losgehen. Ich will eh meine Kanäle umstrukturieren. Und dann werden wir da völlig eskalieren. So. Also das Ding ist, als wir uns so kennengelernt haben, haben wir so langsam und immer mehr bemerkt, dass wir auch so dieselben Spiele gespielt haben. Auch so Stronghold und Schlacht um Mittelerde natürlich, alles drum und dran. Einfach ultra nice, weil wir die Spiele auch an sich so feiern halt. Age of Empires 4 bin ich auch gespannt, ey. Jo, ich glaube, da werde ich auch richtig reingrinden, weil ich jetzt halt endlich Leute habe, die wirklich auch die Spiele selber. Ja, ja. Aber vorher, ich hatte halt nie Freunde, die auch Strategiespiele richtig gefeiert haben. Außer ein paar, aber die haben halt nie gezockt. Und jetzt mit Max und mit Christo vielleicht noch und I don't know, wer noch dabei ist. Ah, Christo, mal gucken, Ehre, ne? Ja, gucken wir mal. Aber ich habe richtig Bock. Jetzt, wo Age of Empires 4 rauskommt, mal gucken, wie es wird, wie du schon sagtest, aber... Das Ding ist... Es hat lange her, dass ein gutes Strategiespiel rausgekommen ist. Ja, Mann. Einfach Strategiespiele irgendwie, außer vielleicht Hearts of Iron oder so. Nee, wie heißt es? Irgendwas mit Iron. Das ist so... Iron Hearts. Hätte man im Ersten oder Zweiten Weltkrieg quasi statt Panzer riesige Roboter gehabt. Wie heißt das Game? Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall, bis auf ganz, ganz wenige kleine Titel, ist die Strategie, also echt, gerade Echtzeitstrategie-Szene, ist ja nichts mehr, Alter. Iron Harvest, danke. Nee. Da ist ja nichts mehr.
gefühlt. Also ich meine Alltime Favorites sind wirklich, also ich glaube an erster Stelle Stronghold, Crusader. Dann an zweiter Stelle direkt Schlacht um Mittelerde plus Erweiterung und so Mist. Ist einfach die nicesten Spiele ever. Weil sie auch so simpel sind. Ja, Total War, es, also ist ein nice Spiel, aber es erfindet sich. Würde ich nicht als Strategie, würde ich nicht als krasses Strategiespiel bezeichnen. Also, ja, doch, das auf jeden Fall, aber kein Echtzeitstrategiespiel. Ja, ja, das meine ich. Also, du hast halt da deine Schlachten, ja, die sind cool, aber ich meine eher sowas, so Echtzeitstrategie halt. Ja, wo du deine Base aufbaust, Sachen farmen musst und so weiter. Das halt, das macht der Total War nicht. Total War habe ich auch richtig, richtig viel gespielt. Ich habe, glaube ich, irgendwie 80 Stunden in Attila Total War. Und die 80 Stunden habe ich einfach nur alleine auf irgendwelchen Maps gesessen mit dem Herr der Ringe Mod. und habe einfach nur... Ja, das ist schon ziemlich hobbylos, oder? Aber ja, war geil. Und natürlich Rome Total War, Medieval 2 Total War. Nice. Ach, Strategiespiele. Kann man das eigentlich easy streamen? Oder ist es. Ja, oder? Klar. Streamen das noch Leute? Aber wenn wir Schlacht um Mittelerde spielen. Schlacht um Mittelerde 2 hat eine recht große Fanbase. Da gibt es auch eine Edain-Mod. Der wird, glaube ich, bis heute immer noch nicht geupdatet oder so. Darauf wollte ich gerade hinaus, ob wir den dann zocken würden. Wahrscheinlich schon, ne? Ich würde sagen, nicht am Anfang. Am Anfang erstmal. Weil ich habe auch tatsächlich noch nie Schlacht um Mittelerde 2 richtig gespielt. Nur mal auf der Xbox. Auf der Xbox? Mhm. Bei irgendeinem Kumpel, als ich 15 war oder so. Holy shit. Deswegen, ich würde das erstmal zu Genüge austesten wollen. Wait. Du hast Schlacht um Mittelerde 2 nie gespielt? Nö. Immer nur eins, immer nur richtig viel eins. Deswegen will ich das unbedingt machen. Und ich wollte das ja mit den Pietz machen. Aber habe ich ja schon häufiger erklärt, warum das nicht so geworden ist. Du hast Schlacht um Mittelerde 2 nie gespielt? Nein. Holy shit, Max. Können wir das nächste Woche direkt irgendwann machen? Ich sag das seit Wochen. Alter, walla. Ich bin dabei. Walla. Alter, walla. Oder lass es zumindest privat. Ich hole mir jetzt direkt ein CD-Laufwerk die nächsten Tage in Hannover irgendwann. Und dann bringe ich das mit, installiere es auf meinem PC und geht's los. Ich habe richtig Bock. Ja. Vor allem, weil es nicht und dann, wenn wir, holy shit, wenn wir allen Content... Das ist so viel besser jetzt als lass eins. Mich doch mal ausreden. Nee, ich bin grad schockiert. Ja, Max, ich merke es, aber es reicht doch jetzt. Schlacht um Mittelerde 1 war der Shit. 2 war halt nice. War. Vor 2. Auf jeden Fall wollte ich sagen, wenn also wir dann den Content von Schlacht um Mittelerde 2 ausgeschöpft haben, dann können wir ja Edain Mod spielen. Jo. Wenn wir bei 2 erstmal so... Bin ich fein mit. Ich glaube auch, dass 2 besser ist als 1. Wobei ich fand bei 1 sehr speziell, dass man seine feste Festung hat. Das ist ja bei 2 wohl nicht mehr so. Nee. Und das, finde ich, hat Schlacht um Mittelerde sehr ausgemacht, auch für mich, das Konzept. Weil es hat das ganze Game halt speziell gemacht. Ja, aber gleichzeitig stell dir mal das Spielprinzip von 1 vor, halt mit einer offenen Fläche, wo du bauen kannst. Oh, die Map ist halt so sick, Bruder. Du hast halt bei Schlacht um Mittelerde 2 wirklich auch so diesen strategischen Dings. Du kannst halt eine übelste Mauer platzieren mit Türmen. Du kannst, du hast halt deine Ressourcen, also du kriegst deine Ressourcen durch so Bäume. Die hast du ja auch schon bei Einzug gehabt. Aber die musst du in so einem bestimmten Bereich halt platzieren, wo halt dann so eine Prozentzahl steht. Wenn du zum Beispiel, da so, steht so 70% auf dem Boden, wo du es platzierst, dann kriegst du auch nur 70% von dem 100% Dings da. Wie effizient die sind, meinst du? Genau, die Effizienz ist halt 100% angegeben und es geht dann halt von 100 bis I don't know. Und je mehr du halt in einem Gebiet platzierst, desto weniger kriegst du halt, wenn du noch mehr platzierst. Und das halt ist ultra geil, das wird dir richtig Bock machen. Also ich muss sagen, ich hatte sehr viel Spaß daran, meine feste Festung zu haben. Und das kannst du ja in dem da auch eine richtig optimale Build-Order zu haben. Das kannst du da genauso. Das Geile bei dem Spiel ist jetzt, du hast halt ein fettes Hauptgebäude, was am Anfang ziemlich low ist, aber du kannst es halt mit sehr vielen Upgrades, die du in der Festung kaufen kannst,
kannst du es halt richtig krass machen. Vor Gegnern verteidigen, kannst da Türme aufstellen, Ends drumherum und du hast dann halt einfach am Ende eine richtig geile Festung da stehen. Was ich bei 2 sehr geil fand, du hast halt viel mehr Völker auf einmal, ne? Jo, ja, halt viel spezifischer. Gibt's da, glaube ich, auch jetzt Moria und... Ja. Was gibt's noch? So Zwerge? Es gibt Zwerge, Moria, Isengard, Rohan. Ja, das ist in der Erweiterung. Genau, dann gibt's in der Erweiterung gibt es noch diese bösen Menschen da, Dúnedain oder so. Ja, auch die Leute vom Hexenkönig, oder? Ja, ja. All so ein Shit. Ist richtig, richtig gut. Es wird dir richtig Bock machen. Es ist halt auch so ein klassisches, also Angmar, eins fand ich halt immer Angmar, genau, das war's. Aber bei eins fand ich, ich hab das auch gespielt, aber war halt immer Main in 2 unterwegs. Und bei 1 fand ich, gab es halt weniger zu machen in deiner Festung. Deshalb war es für mich immer so ein bisschen nicht so geil wie 2, weil man halt so wenig machen konnte im Vergleich. Aber gut, jetzt sind wir in Conqueror's Blade. Mashallah. Ja, weiß auch Mashallah, lange. Alter, was? Ja. Guck dir's an. Holy Alter, shit. Was? Ich fähr jetzt am Anfang so lahmarschig. Aber ich habe auch einen Cut. Okay, wir sind in so einer richtigen Zitadelle. Ja, so. Dann baller ich mal in die Menge da hinten eine Kanonenkugel. So, uno. Dos. Was macht ihr? Geht da runter. Warum folgt ihr mir? Hab ich nicht gesagt. Mashallah. Das ist Mobbing. Mashallah, das ist Mobbing. Okay, die eine Kanone ist kaputt, scheiße. Ja, bei mir haben die auch schon 2 zerschossen. Fuck. Ich würde jetzt das Tor hier aufmachen. Wollte nur fragen, ob das fein für euch ist. Alter, die machen die Mauern richtig Schrott. Das Ding ist, das Fort hier ist halt so schwer zu halten. Jo, die kommen halt von allen Seiten, oder? Ja, ja. Parallel hast du halt die Belagerungstürme. Macht es nicht deinen Sinn, schon irgendwie jetzt zurückzugehen? Ja, wir schauen. Und sich nur auf die Belagerungstürme zu konzentrieren? Noch nicht so aufgespielt. Ja, könnte man, glaube ich. Das ist, glaube ich, sehr legitim sogar. Aber, ja, wenn wir das hier halt verlieren, auch, ist halt eh egal. Ja, wir können auch versuchen, hier ein bisschen länger noch zu halten. Ja, das können wir machen. Fein. Oh nein. So, hier bricht gleich das Tor. Mhm. Alter. Eingeknüppelt. So, da halten wir jetzt. Oder versuchen es. Boah, Alter. Da wurden gerade direkt Spieler komplett weggeknüppelt. So, direkt sammeln. Oh ja, ich hab ihn. Alter, das ist halt Helms Klamm, Bruder. Jo, das ist gerade wirklich Helms Klamm. Ey, ist alles voll. Jetzt stell dir mal vor, das wäre wirklich Helms Klamm. Ah! Oh. Oh, du fällst. Nein. Komm wieder hoch. Oh, doch. Ja, wäre das Helms Klamm, hätte ich jetzt so einen Geheimgang wieder rein. Was meinen jetzt? Jo. Ich fall den in die Flanke, Sterze. Mach das, Bruder. So, jetzt kommt hier Trick 17, ich sag's dir. Alter, die kommen hier nicht hoch. Ich dachte, wie es ist. Du kannst nicht! Vorbei! Oh, fuck ich den ab. Boah, aua. Die ballern hier richtig dicke Sachen rein. Sind die eigentlich schon in der Hauptfestung? Nee, ne? Okay, wir haben Helms Klamm verteidigt. Ja, haltest echt? Du da draußen? Ja. Ich bin hier sehr nervig. Ja, die kommen nicht rein. Also wir haben die richtig zurückgedrängt gerade.
So, jetzt bin ich noch. Jetzt stehen hier nur ein paar Spieler vor der Pforte. Jetzt bin ich auch nochmal nervig. Oh shit. Oh shit, Bruder. Ich sehe dich da hinten lang hüpfen. Ja, ich hab ihn noch gekillt. Voila. XXX Christmas XXX. Leben meine Bogenschützen noch? Yo. Schöne Feiertage. Was? Ach so. Alter. Na, verstehst du? Naja, hab ich verstanden, Stärke. Nice. So. Wo bist denn du? Hab ich mal wieder einen gerissen. Stehen doch alle ein bisschen teilnahmslos hier irgendwie, habe ich den Eindruck. So. Ja, das Ding ist, ich kann jetzt hier nicht gut groß rauspushen. Hier links können wir noch drauf achten. Hier steht eine kleine Armee vor. Ich will da halt jetzt nicht in Gegner spawnen. Wir riskieren. Die pushen rein. Voilà. Get going. Form up. Was ist los? Alter, dein Flammenwerfer? Gibt es auch, glaube ich. Also so. Why? An enemy battering ram has been destroyed. So. Ihr stellt euch hier schon mal auf. Boah, Alter. Das wird jetzt eklig. Ich sage dir. Hier kommt gar nichts hoch. So, ich kicke ja nochmal die anderen Leitern runter. Alter, ich bin so tot. Ich hau ab. Haben sie sofort eingenommen in der Mitte? Ja, ja. Okay. Es sind halt extrem viele. Das werden wir nicht schaffen. Okay. Gut, dann schaue ich mal, wo ich jetzt mit meinen Truppen hingehe. Die machen hier die Belagerungstürme dicht. Dicht! Aber es ist eine geile Map. Also feiere ich sehr. Ja, das ist true. Könnte auch irgendwie eine Mischung aus Helms Klamm und Minas Tirith sein, bin ich ehrlich. Okay, die kommen jetzt hey, irgendwie hier. Kriegen wir gerade wieder ein paar Truppen bei A rein. Echt? Scheint doch nicht verloren zu sein. Ich brauche wieder Truppen. So, wo kommen die jetzt her? Haben die hier den Turm zerschossen? Geht das? So, da kommen sie. Golia, die Hauptstadt. Alter, schießen die bis dahin? Das ist doch disgusting. Hört doch auf. Wie weit die schießen? Mashallago. Mashallah. Ja, da sind halt super viele rote Punkte bei. Form up. Wait them out. Hey, die Gegner raffen ja gar nichts. Nee, ich check auch gerade nicht, was sie da vor A machen. Die machen ja gar nichts. Ich warte hier die ganze Zeit, dass hier was passiert. Die haben gleich verloren. Jo, 3 Minuten haben sie noch. Jetzt rück doch mal vor. Das macht keinen Spaß. Schieb mir einen Turm ran und machen damit nichts. Change weapons! Ja, die stehen halt gerade alle wirklich vor A und spielen sich an den Klötzen. Also, ja, wirklich. Ja, guck mal, da stehen sich halt wirklich alle vor. Ja, was? Ah, die machen halt nichts. Ja, läuft bei ihnen. Ja, jetzt stehe ich hier an der Mauer und das ist doch doof. Jo, ich sehe dich da oben, dein grünen Punkt. Mein Haus heißt die Sense. Oder Sense. Das ist mit das bekannteste Haus auf OE2. Was machen die da unten? Wie lächerlich! Ich sehe da nur, wie die... Oh. Okay, sie sind durch. Oh nein. Lass dir mal bitte den Punkt einnehmen. Das kann ja noch nicht Ende sein. Na gut. Wie die halt von hier dahin hinschießen. Ich nehme jetzt meine Einheiten. Und gehe jetzt hier wieder hoch. Schießen mit dem Tribok.
Ja. Das ist halt zu leicht. Eben war es zu schwer. So, nehmen Sie jetzt A ein? Steht keiner mehr, ne, von uns. Oh, ich glaube jetzt. Ich glaube, aha, jetzt nehmen Sie es ein. Weil wir, na, sie geil lassen. Das musst du dir erstmal geben. Ich mach mal das Tor zu. So. Oder? Nee. Alter, schön gespielt, Jungs. Sehr gut. Einwandfrei. So, jetzt die Frage, wie geht's weiter? Warum? Nee, meine schießen nicht. Sehr gut. Okay, okay, okay. So, was passiert jetzt? Wir drücken mal die Nummer 5. Ich glaube, wir machen gerade die Tür zu. Ja. Okay. Das Ding ist, ich muss jetzt eigentlich Position wechseln, tatsächlich. So, die sind jetzt hier alle vorm Tor. Okay, sehr gut. Boah, Alter, die sind halt alle hier. Jetzt ist richtig Helmsklamm. Geil. Geil, geil, geil. Get into position. Ole? Ja, keine Ahnung. Ich denke mal. Oh, lol, die sind hier rechts über der Mauer schon. Die machen die Leiter zu dir nach oben. Ja, ich seh's. Ich kick schon runter. Soll ich dir helfen? Ja, gerne. Ja, die haben ja einige Leute. Ich hol mal meine und pack die mal da vorne auch mit dir hin. I'm on my way. Boah, die sind gut. Jo, true. Aber ohne Anführer. Alter, wie krass die sind. Die sind wirklich krass. Henke, die sind falsch. Okay, das war's. Ja, sind die unten durch? Glaub schon. Jo. Da wird ordentlich geballert. Alter, komm, aber die haben wir hier oben, ne? Ich soll mal durchs Tür. Ich mach mal das Tor auf. Ich mach denen das Tor auf. Sterzig. Jo, Max, ist das eine gute Idee? Ja. Komm, wir müssen jetzt mal Eier machen. Ich mach euch auf, Jungs. So. Die denken sich gerade so. Hä? So, schieß da mal rein. Ist ja nur noch... Ach, die holen die Ramme gerade hier hoch. Weiß ich nicht. Doch, die Ramme ist hier auf dem Hemdsklamm links. Irre. Alter, und ganz. Ganz Indien dahinter. Ich glaube, ich mache einfach das Tor für die auf. Boah, Alter, ist das ein Gemetzel. Das Ding ist, sie haben halt nur noch eine Minute. Was bringt denn das jetzt? Oh mein Gott! Bitte lasst mich. Ja, die sind jetzt bei C. Jetzt schießen hier meine Langbogenschützen rein. Das macht auch viel Spaß. Daneben. Daneben. Ja, ich glaube, das haben wir. Es war ein sehr schweres Game. Ja. Also die, ich weiß jetzt nicht, was mit den Gegnern los war. Ach so. Ja, wir haben gewonnen. Easy. Ja, die Langbogenschütze sind schon krass, ey. Holy shit. Machen die Damage. Okay. Also die Map ist nice. Ich glaube, wenn die Gegner jetzt einfach ein bisschen aggressiver gewesen wären, dann wäre das ja, echt, die hätten echt sich einfach besser verteilen müssen. Die sind halt, die wollten halt unbedingt durch die Zitadelle, ja, da vorne. Und das kann man machen, aber halt nicht nur.
Man kann es am Anfang rushen, glaube ich. Das könnte ich mir vorstellen, dass das gut funktioniert. Ja. Bringt halt nur nichts. So. Hat jetzt nichts gebracht. Ja. Das sollte man nach dem ersten Ansturm, sollte man seine Aktion überdenken. Ja. Beziehungsweise, ja. Ich meine, wenn man sich aufteilt, zieht man auch die Gegner da weg. Jo. Hast du ja gesehen, wo ich da bei der einen Map da die Calls gemacht habe dann auf einmal? A, B, B, A, C. Und schon hatten wir alles. Okay, Freunde. Ich würde sagen, damit neigt sich dieser Stream ein Ende. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also auch nochmal, das Spiel ist free to play. Ich kann es sehr empfehlen. Ist auf Steam. Links aber auch im Chat. Und ja, ihr habt alles gesehen. Wir sehen uns beim nächsten Stream am Dienstag. Wir raiden jetzt noch.